Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar für heute: Aufgabenmanagement in Microsoft 365. Mein Name ist Marc Uhlenhake und ich werde Sie heute durch dieses Training begleiten. Warum Aufgabenmanagement in Microsoft 365? Das haben Sie vielleicht mitgekriegt. Vor ein paar Wochen hat Microsoft mal wieder alle Namen geändert, was die Office 365 oder die ehemaligen Office 365-Produkte angeht. Von daher heißt es hier nicht mehr Office 365, sondern Microsoft 365. Ein bisschen Eigenwerbung am Anfang muss sein. Wer sind wir? Wer ist die PCO? Wir sind mittlerweile schon ein bisschen länger am Markt unterwegs. Wir haben letztes Jahr unser 35-jähriges Jubiläum gefeiert. Und wir sind so ungefähr 140 Personen, die sich mit dem Thema IT, IT für den Mittelstand vor allen Dingen befassen. Und das machen wir mittlerweile sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und vor allem im Bereich der Microsoft 365-Produkte, der Cloud-Produkte, sind wir sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Momentan vor allen Dingen mit Teams-Einführungen beschäftigt, was im Rahmen der Corona-Krise, die wir alle im Moment durchschreiten, glaube ich, relativ verständlich ist. Ne? Zu mir. Geboren 1971, das heißt, ich werde nächstes Jahr 50. Ich bin schon ein bisschen länger neu und auch etwas länger neu in der IT, seit 25 Jahren mittlerweile. Und seit ungefähr 10 Jahren beschäftige ich mich mit Microsoft 365, Microsoft Cloud-Produkten und auch den Vorläufern, die Office 365 damals schon hatte. So viel zu mir. Was machen wir heute? Wir reden über das Thema Aufgabenplanung letzten Endes. Und Aufgabenplanung gibt es in drei verschiedenen Bereichen in Microsoft 365. Was wir schon kennen, und das ist der Klassiker, ich werde trotzdem noch mal darauf eingehen, ist die Aufgabenplanung in Outlook. Das ist nichts, was speziell mit Online-Services von Microsoft zu tun hat, sondern das gibt es schon seit, ich glaube, Office 2007. Und vielleicht sogar 2003 gibt es schon Aufgabenplanung in Outlook. Wir gehen trotzdem heute nochmal drauf ein, weil es mittlerweile ein paar neue Entwicklungen da gibt und die möchte ich Ihnen gerne zeigen. Das Zweite, was wir angehen werden, ist die Aufgabenplanung in Planner Schrägstrich Teams. Ich werde Ihnen die native Planner-Applikation einmal zeigen und selbstverständlich auch zeigen, wie Sie das Ganze in Teams ansehen und bearbeiten können. Das Letzte, womit wir uns dann befassen werden, ist die Aufgabenplanung mit To-Do. Wichtig für Sie zu wissen, vor allen Dingen, wenn Sie aus der IT kommen, ist, dass die Voraussetzung für die Nutzung von To-Do tatsächlich ein Exchange-Online-Postfach ist. Das heißt, mit einer hybriden Umgebung oder gar einem On-Premise-Postfach können Sie To-Do nicht nutzen. Das Einzige, was passiert, wenn Sie auf das Logo von To-Do dann klicken, ist, dass sich eine Seite öffnet, die Ihnen sagt, geht nicht. Und als Letztes würde ich mit Ihnen dann noch so ein paar Sachen besprechen, was den Ausblick in die Zukunft angeht, tatsächlich von Aufgabenplanung in Office 365. Da wird sich nämlich noch ein bisschen was tun. Gut, dann würde ich sagen, wir legen einfach mal los und starten tatsächlich mit der ersten Anwendung. Und ich hatte ja gesagt, wir nehmen als erste Anwendung mal das Outlook. Und dafür muss ich in das richtige Postfach gehen. Ich habe das Ganze hier in einer Demo-Umgebung für Sie aufbereitet. Und wie Sie sehen, hier unten rechts, unten links, Entschuldigung, das wissen die meisten, kommen Sie in den Bereich der Aufgabenplanung in Outlook. Wenn wir da draufklicken, dann landen wir auf der Aufgabenliste. So, und da sehen wir schon, es gibt schon ein paar Aufgaben, die hier geplant sind. Wenn ich jetzt eine Aufgabe speziell für meine Demo-Umgebung planen möchte, das müssen Sie nachher nicht beachten. Sie können es einfach von hier aus machen. Ich muss aber einmal hier unten reinklicken in das betreffende Postfach. So, und wenn ich hier jetzt eine Aufgabe hinzufügen möchte, dann geht das auf zwei Arten. Ich kann hier oben in diesem Bereich einfach reinklicken. Aufgabenerfassung. So. Diese kurze Aufgabenerfassung, Entschuldigung, ich muss das ein Ding weiter nach unten nehmen. Das war hier falsch, sondern hier geht es hin. Diese kurze Aufgabenerfassung funktioniert relativ gut, aber es ist wirklich nur
Ein Titel, den Sie erfassen können. Bislang haben Sie noch keine Einschränkung, keine Terminierung oder sonst was vornehmen können. Wenn Sie diese Aufgabe editieren wollen, Doppelklick auf die Aufgabe, dann öffnet sich das Editierungsfenster. Und dann kann man tatsächlich hingehen und sagen, okay, ich möchte ein Startdatum vergeben für diese Aufgabe. Es soll Montag begonnen werden und es soll bitte bis Mittwoch abgeschlossen werden, das Ganze. Ich kann hingehen und kann sagen, welche Priorität hat das Ganze? Hat diese Aufgabe eine hohe Priorität? Dann wird sie, wie Sie es kennen, mit einem Ausrufezeichen versehen. Hat es eine niedrige Priorität? Dann wird es mit einem Pfeil nach unten versehen. Ob man diese niedrige Priorität für Aufgaben tatsächlich braucht, hat sich bei mir in meiner täglichen Arbeit noch nicht ergeben, aber man kann es so einstufen. Wir lassen es einfach mal auf normal. Was können wir noch machen? Wenn wir Teile der Aufgabe schon erledigt haben, könnten wir hier prozentual einen Anteil eintragen oder könnten einfach mit Pfeil nach oben in 25% Schritten sagen, insoweit ist die Aufgabe schon erledigt. Und wie Sie vielleicht gemerkt haben, ist der Status, sobald ich hier einen Prozentwert nach oben setze, hat sich geändert von nicht begonnen auf in Bearbeitung. Würde ich hier hochklicken bis zu 100%, würde hier der Status auch direkt auf erledigt gesetzt. Ich gehe mal wieder runter auf 9%, 0%, sage Speichern und Schließen. Und dann haben wir unsere Aufgabe hier editiert und Sie sehen, es ist auch mit einem neuen Datum versehen worden, das Ganze. Selbstverständlich können Sie auch statt der Kurzerfassung hier oben in der ersten Zeile, könnten Sie natürlich auch einfach auf Neue Aufgabe klicken. Dann öffnet sich sofort das große Aufgabenfenster. Ich nenne das mal lange Aufgabenerfassung. Und auch da Startdaten wieder mitgeben, Enddaten mitgeben, wie gerade gehabt. Ja, auch da, wenn Sie fertig sind mit der Eingabe, einfach speichern und schließen. Jetzt sehen Sie, wir haben einmal die lange Aufgabenerfassung, einmal die kurze Aufgabenerfassung. Das haben wir gerade somit erledigt. Was noch geht, und das ist vielleicht ein ganz gutes Feature mittlerweile, das ist tatsächlich das Nachverfolgen von E-Mails. Ich kenne andere E-Mail-Tools, die tatsächlich sowas haben wie eine Wiedervorlage. Und sobald ich irgendwas in die Wiedervorlage schiebe, dann poppt das von selber auf. Und dann weiß ich, ah, heute habe ich mich mit den Wiedervorlagen zu befassen. Das geht leider in Outlook nicht ganz so einfach. Ich klicke mal auf meine Eingangs-Mails. Und jetzt sehen Sie schon, hier ist schon eine E-Mail mit einer Flagge versehen. Und ich nehme einfach die E-Mail oben drüber. Und versehe diese E-Mail ebenfalls mit einer roten Flagge. Und in dem Moment, wo ich das tue, und jetzt muss ich hier tatsächlich wieder in die Aufgabenliste wechseln, sehen Sie hier immer die Betreffzeilen der gefleckten E-Mails. Ne? Diese hier habe ich gerade neu gefleckt. Das heißt, die tauchen alle in dieser Aufgabenliste mit auf. Das ist alles, was es so in Kurzform zur Aufgabenerfassung in Outlook zu sagen gibt. Was leider nicht passiert, leider nein, ist, dass hieraus automatisch Termine erstellt werden. Wenn Sie sagen, diese Aufgabe hier zum Beispiel, die wir gerade erfasst haben, die lange Aufgabenerfassung, ich mache nochmal einen Doppelklick, soll automatisch in den Kalender übernommen werden. Das passiert leider nicht. Das heißt, man müsste sich dafür, wenn man es im Kalender stehen haben will, tatsächlich nochmal einen neuen Kalendereintrag erstellen. Ich gehe da nochmal raus. Und wie gesagt, das ist das gesamte Geheimnis, was die Aufgabenerfassung in Outlook angeht. Ist ein Tool, was viele heute schon nutzen. Und das ist gedacht eigentlich so für die Planung von eigenen Aufgaben. Aufgaben, die ich für mich selber quasi anlegen möchte, um sie in irgendeiner Form nachverfolgen zu können. Das zweite Thema, mit dem wir uns befassen wollen, ist der Planner. Und dazu wechsle ich mal in meinen Browser. Wie kommen Sie jetzt an die Planner-Applikation innerhalb von Office 365? Wenn Sie sich anmelden bei office.com, dann bekommen Sie hier Ihre Applikationen angezeigt, die Sie haben, die Sie nutzen dürfen. Sollte das Icon für Planner hier noch nicht auftauchen, bitte einmal kurz auf alle Apps klicken, weil dann werden Ihnen einfach alle Apps angezeigt, die Sie nutzen können. Und wenn Sie dann hier zum Beispiel auf Planner klicken, öffnet sich das neue Fenster und Sie kommen direkt in den Planner-Bereich. Was ist der Planner? Der Planner ist tatsächlich ein Aufgabenmanagement-Tool für Gruppen.
Ja, ich habe hier schon mal ein Beispiel vorbereitet. Es geht bei uns einfach um die Planung eines bestimmten Projektes. Nehmen wir einfach ein Einführungsprojekt in der IT. Und dieses Einführungsprojekt ist in verschiedenste Phasen unterteilt. Diese Phasen nennt man im Planner Buckets. Ja, so eine senkrechte Anordnung ist ein Bucket. Hier ist das nächste Bucket, hier ist das nächste Bucket. Sie können so viele Buckets hinzufügen, wie Sie möchten. Ich glaube, die maximale Zahl liegt im Moment bei 250 Buckets. Warum sage ich glaube? Weil sowas tatsächlich ständig angepasst wird. Solche Werte kann man aber nachschlagen. Da muss man tatsächlich Google bemühen und dann googeln Sie einfach nach Begrenzungen Planner und dann werden Sie zu einem Dokument geleitet, in dem Ihnen dann angezeigt wird, wie viele Buckets können Sie nebeneinander machen, wie viele Aufgaben können Sie insgesamt vergeben. Wie viele Aufgaben können Sie untereinander innerhalb eines Buckets tatsächlich anlegen? Das alles passiert hier. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten nochmal einen neuen Bucket hinzufügen und nach einem Coexist kommt bei uns in der Regel in IT-Projekten ein Go-Live-Plan, dann klickt man einfach da drauf, gibt seinen Namen ein, drückt Enter und dann hat man eine neue Einteilungseinheit, die sich da Bucket nennt. So, hier könnte ich jetzt einfach hingehen und könnte sagen, okay, was müssen wir im Go Live alles machen? Im Go Live Termin machen wir immer eine Vor-Ort-Unterstützung, um die lokale IT einfach zu unterstützen, wenn ein neues Tool zum ersten Mal in die Anwendung für alle User kommt. So, ich habe einen Namen vergeben für das Ganze. Und wenn ich hier drauf klicke, kann ich ein Fälligkeitsdatum zuweisen. So, das ist meistens ein bisschen in der Zukunft. Sagen wir mal am 1. September soll der Go Live stattfinden für dieses Projekt. Wer soll das Ganze denn machen? Innerhalb eines Planners gibt es immer ein Team von Leuten, das an diesem Projektplan arbeitet. Wenn ich hier auf Zuweisen klicke, dann sehe ich, wer ist denn alles in diesem Team drin? Wer soll das alles oder wer bearbeitet diese Aufgaben hier innerhalb dieses Planners? Und jetzt klicke ich mal auf meinen Namen. Ich soll das Ganze bearbeiten. Ich habe einfach draufgeklickt, bin dann rausgegangen. Jetzt ist dieser Name übernommen worden. Und wenn ich sage Aufgabe hinzufügen, dann taucht sie wirklich auch innerhalb dieses Behälters, dieses Buckets, taucht sie dann wieder auf. Wenn ich jetzt nochmal auf diese Aufgabe klicke, dann öffnet sie sich mit deutlich mehr Editiermöglichkeiten. Ich kann jetzt tatsächlich sagen, okay, das Ding heißt, liegt im Bucket Go Live, der Status ist nicht begonnen. Die Priorität für diese Sache ist wichtig. Es ist wichtig, dass von uns jemand da ist, wenn die neue Software eingeführt wird. Jederzeit beginnen kann sie nicht, da Fälligkeitsdatum 1.9. ist und auch das Go Live-Datum 1.9. ist, sind hier Startdatum und Fälligkeitsdatum dieser Aufgabe am gleichen Tag. Hier könnte ich jetzt noch eine kleine Beschreibung reinschreiben. Ist immer eine Go-Live-Unterstützung einzuplanen. So, damit weiß jeder, der auf diese Aufgabe klickt und jeder, der in diesem Planungsprojekt mit drin ist, kann in diese Planungsaufgaben reingehen und kann sich die angucken. Jetzt weiß jeder, wenn er diese Aufgabe aufruft, worum es hier eigentlich geht. So, ich kann Aufgaben auch eine Checkliste mitgeben. Ich könnte jetzt sagen, und jetzt machen wir es wirklich total simpel, einfach nur um die Checkliste zu erklären. Dafür muss man hinfahren, dafür muss man sich anmelden, da sein und wieder wegfahren. Das sind die Aufgaben, die man dafür zu erledigen hat. Ja, etwas einfach formuliert, aber wir machen das jetzt einfach nur zu Testzwecken, damit Sie sehen, wie das Ganze funktioniert. So kann man sich eine Checkliste aufbauen. Diese Checkliste könnte ich mir auch auf der Karte, also auf diesem Ding, direkt anzeigen lassen. Ich klicke da einfach drauf und dann sehen Sie schon, hier hat sich was geändert. Wenn ich hier oben auf das X gehe, sehen Sie, aha, die Checkliste steht jetzt bei der Aufgabe dabei. Ich gehe mal wieder rein. Ich kann aber auch sagen, ich will die Notizen, also diese Kurzbeschreibung, will ich anzeigen lassen auf der Karte. Dann sehen Sie, dass hier das Ganze wieder im Prinzip rausgenommen wird auf Karte anzeigen und dieses angezeigt wird. Man kann leider nicht mehrere von diesen Punkten auf dieser Karte anzeigen lassen.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob das tatsächlich in Planung ist im Moment bei Microsoft. Also bei Microsoft sagt man tatsächlich, man sollte sich entscheiden, ob man das oder das anzeigen lassen möchte. Was ich noch machen kann, ich kann eine Anlage hinzufügen zu so einer Aufgabe. Vielleicht gibt es ja schon eine Beschreibung für die Erledigung dieser Aufgabe, wo die Checkliste etwas genauer ausformuliert ist als hier. Ja, und dann klicke ich einfach auf Anlage hinzufügen. Kann mir jetzt aussuchen, wie ich einen Link, wie ich eine Datei, will ich es aus dem SharePoint hochladen. Ich nehme einfach mal Datei und dann öffnet sich mein Explorer, mein Windows Explorer, den ich kenne. Und hier könnte ich jetzt einfach irgendwas raussuchen, was ich da gerne einfügen möchte. Ich nehme mal den Meeting-Knigge, sage Öffnen. Und wenn ich hier jetzt draufklicke, dann öffnet sich mein Word Online und ich sehe, was in dem Meeting-Knigge steht. Hier steht ein bisschen was drin, wie man Meetings abhalten sollte. Ich mache das mal wieder zu. Auch das hier könnte ich jetzt statt der Kurzbeschreibung oder der Checkliste vorne anzeigen lassen, dass es hier eine Anlage gibt. Dann wird die auch schon mit einer Kurzvorschau angezeigt innerhalb der Aufgabe. Was ich noch machen kann, ich kann noch Sortierkriterien einführen bei dieser ganzen Geschichte. Das heißt, wir machen das in der Projektplanung immer so, dass wir hier in diesen Labels, nennen die sich, die fahren einfach raus, wenn ich da drüber gehe mit der Maus. Und die kann ich auch wieder frei formulieren. Also ich kann hier einfach markieren und was anderes reinschreiben. Entschuldigung. Und was anderes reinschreiben in dieses Feld. Also es muss nicht so heißen, aber so heißt es bei uns in der Projektplanung halt. So, und das Ganze ist in Terminierung. Da machen wir einfach mal einen Haken hinter und es ist auf Kurs. Es ist keine Verzögerung bis jetzt. Es passt alles. Und wenn ich das Ganze schließe, dann sehen Sie jetzt hier, wird auch angezeigt, das Ganze ist in Terminierung und auf Kurs. Und jetzt könnte ich mir anzeigen lassen, welche Aufgaben sind denn alle auf Kurs. Und dazu gehe ich einfach hin, gruppieren nach Bucket, sage Bezeichnungen und dann werden mir hier oben werden mir die Labels angezeigt. In Terminierung, nicht auf Kurs, gefährdet und auf Kurs. Und hier sind die meisten Aufgaben tatsächlich auf Kurs. Da habe ich also viele Sortierkriterien, nach denen ich tatsächlich auswählen kann. Manchmal ist es ganz spannend, innerhalb großer Projekte zu wissen, wer hat denn alles Aufgaben? Ne? Und jetzt sehe ich hier, oh, der Herr Uhlenhake hat hier ein paar mehr Aufgaben, die er erledigen muss. Und wenn das tatsächlich, wenn alle Aufgaben innerhalb eines solchen Projektes zugewiesen sind, dann kann man feststellen, wir hatten vielleicht eine etwas zu hohe Arbeitslast. Muss ich vielleicht bei ein paar Leuten nochmal die Zuweisung von Aufgaben verändern? Auch das kann ich mir hier anschauen. Ich gehe mal wieder zurück auf die Bucket-Ansicht. So, wenn ich eine Aufgabe erledigt habe, jetzt nehmen wir mal hier die Aufgabe Erstellung Online-Knigge. Da habe ich ja schon gesehen, es gibt schon eine Anlage dazu, die will ich mal nochmal eben hinzufügen. Das war ja dieses Meeting-Dokument, dieser Meeting-Knigge, den wir eben schon gesehen haben. Ich sage Öffnen, sage auf Karte anzeigen. Das heißt, das Ding besteht schon, es ist fertig. Das heißt, ich kann die Aufgabe aus in Arbeit in erledigt setzen. Ich kann das entweder hier machen, über den Status, oder ich gehe einfach hier oben hin auf den Kreis Aufgabe als erledigt markieren. Das mache ich jetzt mal. Schließe die Aufgabe wieder. Und jetzt sehen Sie, hier unten gibt es einen neuen Bereich, der heißt Erledigte anzeigen. Und da sehen Sie jetzt, diese Aufgabe ist bereits erledigt. Wenn Sie jetzt einen neuen Plan erstellen wollen, und das ist manchmal so, dass das nicht jeder darf innerhalb eines Unternehmens, aber ich zeige es Ihnen trotzdem mal, wie es geht. Sie klicken einfach hier oben auf einen neuen Plan erstellen, benennen den Plannamen. So, und jetzt können Sie entscheiden, soll dieser Plan von jedem, der in Ihrer Organisation ist, angezeigt werden können oder tatsächlich nur von der Gruppe, die diesen Plan auch bearbeiten soll. In 90% der Fälle, vielleicht sogar 95% der Fälle, ist es so, dass Sie das Ganze als private Gruppe betrachten. Und dann sagen Sie Plan erstellen. Und dann läuft es im Hintergrund los und Sie sehen, es wird ein leeres Plannerboard erstellt für die Produkteinführung Teams. So erstellen Sie einen neuen Plan. Und jetzt können Sie hier sagen, Mitglieder, wen habe ich denn bis jetzt? Ah, bis jetzt bin nur ich drin. Und über diesen Bereich hier oben können Sie Mitglieder hinzufügen. Ich möchte, dass der
Kollege Philipp Dauwe von mir da noch mit drin ist in diesem ganzen Plenargeschehen. Und ich möchte vielleicht jemanden externen auch noch einladen. Das dürfen wir hier bei uns. Wir haben unseren Office 365 oder Microsoft 365 Mandanten freigeschaltet für externe Teilnehmer. Ich nehme jetzt mal meine private Mailadresse. Bitte nicht mitschreiben. So. Und jetzt sagt er mir hier keine Ergebnisse gefunden. Woran nichts? Habe ich einen, ja, ich habe glaube ich einen Tippfehler drin gehabt in irgendeiner Form. Na, egal. Also ich habe glaube ich einen Tippfehler drin gehabt gerade, aber Sie können auch externe Mitglieder einladen zu solchen Plänen. Gut. So viel von meiner Seite jetzt erstmal zum Thema Planner. Wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, einfach Fragen in die Q&A-Section schreiben. Dieses Live-Events bis jetzt habe ich keine Fragen gesehen. Gut. Dann würde ich jetzt weitergehen zum Teams. Wie Sie sehen, ich habe hier, wenn ich alle meine Pläne angucke, wir hatten gerade Planung Projekt XY. Diese Planner-Pläne kann ich mir auch in Teams anzeigen lassen. Das heißt, wenn ich ein Team habe, das da heißt bei mir jetzt Projekt Neubau Halle 5, dann kann ich hier in diesem Bereich Plannerpläne hinzufügen. Ich klicke einfach auf dieses Pluszeichen, Registerkarte hinzufügen und dann öffnet sich, und das mag bei jedem wirklich völlig anders aussehen, wir haben einfach erstmal alles zugelassen in dieser Demo-Umgebung, dann öffnet sich ein Auswahlfeld. Ich nehme den Planner und jetzt werde ich gefragt, was möchte ich denn machen? Möchte ich einen völlig neuen Plan erstellen für dieses Team oder gibt es vielleicht schon einen vorhandenen Plan, den ich in diesem Teams verwenden möchte. Ich sage mal hier vorhandenen Plan. Und jetzt zeigt er mir die vorhandenen Pläne an. Es gibt einen Planung Projekt XY. Das ist der, den er findet für dieses Team. So. Wir könnten jetzt aber einfach hier auch einen neuen Plan erstellen. Macht jetzt in diesem Moment keinen Sinn, weil es derselbe Vorgang ist, den man vorher auch schon hatte. So, ich habe gerade eine Frage nebenbei gesehen. Kann man neue Pläne auch aus Vorlagen heraus erstellen? Wenn Sie mit Vorlagen meinen, dass es schon Vorlagen sind, die bereits schon Dokumente zum Beispiel enthalten, die schon Workflows enthalten und so weiter, dann lautet die Antwort tatsächlich nein. Also es geht bislang nicht. Da haben einige Mitbewerber noch klare Vorteile an der Stelle. Ich gebe die Frage mal frei, dann sehen das auch alle. Also, kann man neue Pläne auch aus Vorlagen heraus erstellen? Ich sage jetzt mal einfach erstmal nein. Wir müssen uns dann im Projekt tatsächlich unterhalten, was Sie brauchen. Und dann gibt es da durchaus Möglichkeiten, mit denen wir arbeiten könnten. Aber erstmal sage ich nein. Gut. Jetzt sehen Sie hier also, Sie können den Plannerplan, den wir eben uns aus der Planner-Applikation angeguckt haben, auch aus Teams heraus angucken, wenn der Plan einem Team zugewiesen worden ist. Oder wenn Sie hier einen neuen Plan erstellen, dann würde der automatisch auch hier in der Planner-Applikation angezeigt werden. Also es funktioniert tatsächlich in beide Richtungen. Gut. So viel würde ich auch erstmal zum Planner erzählen. Sie sehen jetzt schon eine Problematik auf sich zurauschen. Wenn Sie zum Beispiel Outlook für die Planung Ihrer eigenen Aufgaben benutzen und auch noch Aufgaben zugewiesen kriegen aus dem Bereich Planner, dann haben Sie zwei Stellen, an denen Sie nachgucken müssen. Und das nächste ist, jemand hat Ihnen jetzt hier Aufgaben zugewiesen. Sie können aber hier zum Beispiel auch einen Planner, könnten Sie hier theoretisch drin haben, in dem auch Aufgaben erstellt werden und Ihnen zugewiesen werden. Ich glaube, hier ist sogar ein Planner drin. Genau. Hier sehen Sie, hier gibt es auch Aufgaben, die erstellt worden sind in irgendeiner Form und irgendwem zugewiesen worden sind. Gibt es jetzt die Möglichkeit, mir nur meine Aufgaben anzugucken? Also alles das, was nur ich zu erledigen habe? Ja, die gibt es. Wenn Sie hier unten auf die drei Punkte klicken, dann öffnet sich wiederum ein Fenster mit ein paar Applikationen, die für Sie freigegeben sind, die Sie auch hier an der linken Seite anhängen können oder die Sie aufrufen können hier auf der linken Seite. Und ich klicke auch hier mal auf Planner
Und was Sie jetzt gleich sehen, sind nur meine eigenen Aufgaben. Also hier wird aus allen Plänen, die es gibt, in denen ich in irgendeiner Form beteiligt bin, wird mir gezeigt, was ich denn zu tun habe. Und Sie sehen, da ist ein bisschen was für mich zu tun, was noch nicht begonnen ist. Also wie gesagt, wenn ich nur meine Aufgaben sehen will, geht das über die drei Punkte, Planner-Icon anklicken und dann sehen Sie Ihre eigenen Aufgaben, die aus verschiedensten Planner-Plänen kommen. Wenn Sie das für immer hier haben möchten, dieses Icon, Rechtsklick und anheften. Und dann ist es für immer verheiratet mit dieser, oder für immer, für so lange, wie Sie es möchten, mit dieser Menüleiste hier links verheiratet. Wenn Sie sagen, nee, brauche ich nicht mehr, Rechtsklick, ablösen. Und wenn Sie dann einfach auf den nächsten Bereich gehen, dann verschwindet das wieder und ist dann wieder unter diesen drei Punkten aufzufinden. So können Sie sich einen Überblick über Ihre eigenen Aufgaben verschaffen. So, mich hat gerade in der Zwischenzeit die nächste Frage erreicht, die da heißt, gibt es eine Aufgabenverknüpfung zwischen Outlook und Planner, sodass zum Beispiel in Outlook auch die zugewiesenen Planner-Aufgaben zu sehen sind? Die Frage passt gerade wie die Faust aufs Auge tatsächlich, denn diese Verknüpfung gibt es mittlerweile und die führt uns jetzt nämlich zu To-Do. Und ich rufe jetzt einfach mal die Applikation To-Do auf. Das ist dieses Hakenzeichen hier unten. Zu To-Do muss ich noch ein bisschen was vorweg schicken. Microsoft hat vor ungefähr zweieinhalb Jahren ein Unternehmen akquiriert und bei sich in den Microsoft-Konzern eingebunden. Das heißt Wunderlist. Ich weiß nicht, ob einige von Ihnen eventuell schon mit Wunderlist gearbeitet haben vorher. Wunderlist ist in die Microsoft 365-Produktfamilie integriert worden, umbenannt worden in To-Do. Und tatsächlich ist kein großer Unterschied zwischen der Wunderlist-Applikation und der To-Do-Applikation da. Wenn wir jetzt mal reingucken, und ich werde das Ganze von unten nach oben hier mit Ihnen durchgehen. Wir fangen mit den Aufgaben an. Und hier sehen Sie schon Aufgaben, die hören sich so an, als hätten wir die heute schon mal gehabt. Lange Aufgabenerfassung, kurze Aufgabenerfassung. Wenn wir nochmal zurückgehen in den Outlook-Teil, dann sehen Sie, da gibt es eine kurze Aufgabenerfassung und eine lange Aufgabenerfassung. Das heißt, alle Aufgaben, die in Outlook in diesem Task-Bereich erstellt werden, in diesem Aufgabenbereich, die landen automatisch in To-Do. Die werden automatisch synchronisiert. Das Zweite, was ich Ihnen heute gezeigt habe, war, wie Sie Mails flaggen können für eine Nachbearbeitung. Und wie Sie hier schon sehen, gekennzeichnete E-Mail. Da tauchen die Mails auf, die wir in Outlook geflaggt haben. Das heißt, wir haben hier schon mal einen Bereich, aus dem alles integriert wird und sichtbar ist, was aus Outlook kommt. Und jetzt kommt der Knaller und das beantwortet vielleicht die Frage. Hier bei Ihnen zugewiesen sehen wir alle Aufgaben, die aus einem Planner kommen, die irgendwie Ihnen per Planner-Task zugewiesen worden sind. Das heißt, Sie haben mit To-Do tatsächlich eine Oberfläche, in der Sie alle Aufgaben sehen, sei es Sie kommen aus Outlook oder Sie kommen aus Planner. Das nächste, was Sie machen können, Sie können selbstverständlich auch hier Aufgaben erfassen. Ich klicke hier einfach mal auf Aufgabe hinzufügen. Enter. Wie Sie sehen, hier Aufgabe aus To-Do. Und jetzt müssen wir ein bisschen warten. Das liegt an meiner Demo-Umgebung, dass das ein bisschen länger dauert. Wenn ich aber jetzt auf Outlook gehe, wir gucken mal, wie schnell Outlook da ist. Dauert noch ein bisschen. Ne? Da ist es. Aufgabe aus To-Do. Das heißt, alles, was Sie in To-Do hier in diesen unteren zwei Bereichen machen, wird wieder rücksynchronisiert mit Outlook. Es geht also in beide Richtungen. In Outlook erstellen wird in To-Do angezeigt. In To-Do erstellen wird auch in Outlook angezeigt. Das heißt, wir haben jetzt die Aufgaben und die gekennzeichneten Mails, die uns die Aufgaben aus To-Do, aus Outlook anzeigen, Entschuldigung, und wir haben den Ihnen zugewiesenen Bereich, in denen Ihnen die Aufgaben aus Planner angezeigt werden. Immer dann, wenn eine Aufgabe ein Fälligkeitsdatum mitbekommen hat, wie Sie es hier sehen, dann taucht diese Aufgabe auch automatisch in geplant auf. Das ist einfach nur ein weiteres Sortierkriterium, was Sie haben. Und da wird gezeigt, okay, heute gibt es drei Aufgaben, die ich zu erledigen habe, unter anderem Webinar durchführen. Dann
gibt es für den Zeitraum 14. bis 18. Juni ein paar Aufgaben, die zu erledigen sind. Eine habe ich schon erledigt. Das ist die Aufgabe, die ich eben abgehakt habe im Planner. Die wird auch hier als erledigte Aufgabe angezeigt. Und das sind Aufgaben, die später kommen. Vorortunterstützung, sehen wir, ist erst im September fällig. So, ich habe gesagt, diese Aufgabe Vorortunterstützung ist wichtig. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, dass ich bei der Erfassung gesagt habe, das ist eine wichtige Aufgabe, die kriegt ein Ausrufezeichen mit. Und hier, dieser Stern steht immer für Wichtigkeit. Ja, und wenn ich jetzt hier in den Bereich wichtig reingehe, dann sehen Sie nur die wichtigen Aufgaben. Und da taucht auch wieder die Vorortunterstützung auf. So, was wir hier machen können, noch ein bisschen, um uns das Ganze ein bisschen hübscher zu machen, ist den Hintergrund zum Beispiel anpassen. Ne? Immer wenn Sie drei Punkte finden in Office 365, dann heißt das Kontextmenü. Wir klicken einfach mal auf die drei Punkte und jetzt könnten Sie sich die Hintergrundfarbe zum Beispiel verändern. Und könnten sagen, nee, dieses komische Grün, was da ist, das gefällt mir nicht. Ich möchte das Ganze gerne in Blau eingefärbt haben. Oder ich möchte gerne einen schönen Strand als Hintergrund haben. Das sind Sachen, die Sie hier letzten Endes auswählen können. Sie können bislang noch keine eigenen Hintergründe einbauen in To-Do. Das funktioniert leider noch nicht. Ob das jemals kommt, kann ich Ihnen ehrlich gesagt auch noch nicht sagen. Also steht nicht auf der Roadmap von Microsoft drauf. Das nächste, was Sie machen können, ist, dass Sie sagen, nee, also so erledigte Aufgaben will ich eigentlich gar nicht mehr angezeigt haben. Ich will nur noch die Aufgaben angezeigt haben, die tatsächlich zu erledigen sind. Klicken Sie hier drauf, dann verschwindet die Aufgabe, die schon erledigt ist. Das funktioniert nicht bei jedem von diesen Menüpunkten. Einfach draufklicken und gucken, wo das funktioniert mit dem Ausgeblenden, mit dem erledigte Ausblenden. Was Sie auch machen könnten, und ich habe ja eingangs gesagt, ich bin 50, das heißt, ich bin schon ein bisschen älter. Ich bin noch gewohnt, mit Papier zu arbeiten an manchen Stellen. Jetzt hier ausgerechnet nicht, aber manchmal gefällt mir Papier immer noch ein bisschen besser, als etwas am Bildschirm zu bearbeiten. Sie könnten sich also auch eine Aufgabenliste ausdrucken aus diesem Bereich. Oder Sie könnten diese Aufgabenliste per Mail versenden. Wenn Sie hier auf die E-Mail-Liste klicken, dann öffnet sich in Outlook automatisch ein Mail-Fenster. Das heißt, eine neue E-Mail wird aufgemacht, wo der Link zu dieser Aufgabenliste bereits erhalten ist und eine Druckversion dieser Aufgabenliste aufgeführt wird im Text. Und die können Sie dann einfach an die entsprechenden Kollegen versenden, die es eventuell brauchen. An Start anheften heißt nichts anderes, wenn man da draufklickt. Wenn man dann hier unten auf den Startbutton von Windows geht, dann finden Sie hier angehängte To-Dos wieder. Ich persönlich habe die noch nie gebraucht, diese Funktion, aber vielleicht mag es den einen oder anderen geben, für den das spannend ist, das auch nochmal an den Startbereich anzuhängen, das Ganze. Genau, das ist das, was Sie hier im Kontextmenü tun können. Intelligente Liste ausblenden heißt nichts anderes, und da würde ich Ihnen empfehlen, nicht drauf zu klicken, dass Ihnen der Planner-Bereich hier ausgeblendet wird und der Bereich gekennzeichnete E-Mails. Warum ist das so? Diese beiden Bereiche, Ihnen zugewiesen und gekennzeichnete E-Mails, muss man nochmal gesondert einschalten, falls sie bei Ihnen im To-Do nicht auftauchen. Wie geht das? Einfach hier oben auf Ihr Konto klicken. Sie gehen unter Einstellungen. Und hier sehen Sie schon, dass das ehemals hier alles Wunderlist ist. Wenn Sie noch eine alte Wunderliste haben, können Sie da Aufgaben importieren tatsächlich. Und wenn wir hier jetzt mal einfach nur ein Stück weiter runtergehen, dann sehen Sie verbundene Apps. Und manchmal ist das hier defaultmäßig ausgeschaltet. Das müssen Sie einfach einschalten. Dann können Sie, wenn Sie möchten, einmal auf Synchronisieren drücken. Und dann sind diese beiden Bereiche auch da und funktionieren auch tatsächlich. Gut. Wenn ich eine Aufgabe nehme, die mir aus dem Planner zugewiesen worden ist, ne, nehmen wir mal einfach diese hier, nehmen wir die, die am weitesten weg ist. Ne, dann sehe ich hier auch wieder meine Checkliste, die ich zu erledigen habe. Ich sehe, wann sie fällig ist. Wenn ich jetzt sage, die Aufgabe habe ich aber schon erledigt, die ist schon fertig, dann können Sie hier einfach auf den Haken klicken und dann wird die Aufgabe hier erledigt und natürlich auch wieder mit dem Planner synchronisiert. Das heißt, auch die Synchronisation in Richtung Planner wird funktionieren. Das Einzige, was nicht geht, ist hier Aufgaben erfassen, die dann in irgendeinem Plannerplan aufpoppen. Das wird nicht gehen. Also neue Aufgaben in To-Do erfassen, um sie in einen Plan einzubinden, funktioniert nicht. Das Zweite,
Und jetzt gehen wir mal wieder auf die Aufgaben aus Outlook und ich öffne die mal. Ich öffne mal eben eine. Sie können sich vielleicht noch erinnern, dass Sie in Outlook eine Prozentzahl mitgeben konnten für die Erledigung. 25, 50, 75, 100% Erledigung. Das geht hier nicht. Das geht hier in diesem Bereich nicht. Das ist eine Funktion, von der ich weiß, dass sie tatsächlich hinzugefügt wird. Ich kann aber noch nicht sagen, wann das Ganze passiert. Ich habe da, wie gesagt, nur gehört, dass es gemacht wird, dass hier eine prozentuale Anteil auch eingebaut werden soll. Gut, das ist so zu diesem Bereich. So, und jetzt geht es darum, was ist denn, wenn ich mir jetzt meinen persönlichen Arbeitstag einrichten will? Also ich will heute ein paar von diesen Aufgaben erledigen. Dafür gibt es nochmal diese Rubrik Mein Tag. Das heißt, ich kann einfach auf irgendeine Aufgabe klicken, kann sagen zu Mein Tag hinzufügen und dann taucht sie hier oben auf. In meinen Tag. Und dann weiß ich genau, das sind die Sachen, die ich heute zu erledigen habe. Wenn Sie nicht alle Aufgaben in meinen Tag erledigen und am nächsten Tag die Mein-Tag-Leiste aufrufen, nachdem Sie es eigentlich schon hätten erledigen sollen, dann öffnet sich hier auf der rechten Seite wieder so ein Kommunikationsbereich, so ein weißes Fenster, wo drin steht, das sind deine Aufgaben für heute und das wären die Aufgaben von gestern gewesen. Willst du die wieder in meinen Tag übernehmen? Gut, so viel zu diesem Bereich in To-Do. Das Letzte, was ich Ihnen gerne noch zeigen möchte, sind die Listen, mit denen Sie arbeiten können. Ich habe zum Beispiel einen bestimmten Kunden, an dem ich arbeite, und ich möchte mal alle Aufgaben, die zu diesem Kunden sind, zusammenfassen in einem Bereich. Jetzt nennen wir das einfach Kunde XY. Das hat sie ja wieder gut geschrieben. Ne? Und machen wir es mal eben richtig. Benennen das Ganze auch Kunde. Dann passt es auch. So, wenn ich jetzt Aufgaben habe, die nur mit diesem Kunden zum Beispiel zu tun haben, ich muss einen Geschäftsführungstermin planen, kann ich einfach per Drag and Drop die Aufgabe hier rüberziehen aus Aufgaben und schiebe sie hier hin. Sie verschwindet dann hier und taucht in dieser Liste wieder auf. Trotzdem, wenn ich die Aufgabe erledige, funktioniert die Synchronisation mit Outlook natürlich wieder. Gleiches gilt für die Ihnen zugewiesenen Aufgaben. Wenn Sie die hier in eine Liste reinziehen und erledigen die, funktioniert selbstverständlich auch da die Synchronisation in Richtung Planner. Gut, diese Aufgabenliste kann ich mir jetzt einfach, diese Kundenliste quasi, kann ich mir jetzt einfach aus den Aufgaben hier füllen. Kann sagen, das sind alles Aufgaben, die ich mit diesem Kunden zu erledigen habe. Ein paar Rechnungen muss ich mit dem auch noch schreiben. Und so füllt sich diese Liste. Jetzt bin ich vielleicht nicht der Einzige, der mit diesem Kunden arbeitet. Rechnungen schreibe ich zum Beispiel nicht. Das macht eine Kollegin von mir oder ein Kollege von mir. Jetzt könnte ich hingehen und diese Bearbeitungsliste auch noch mit einem Kollegen teilen, den ich habe. Einfach auf die Liste gehen, rechte Maustaste, Liste teilen. Dann sage ich Einladungslink erstellen. Und dann bekomme ich hier einen Link, den ich mir entweder in die Zwischenablage kopieren kann. Oder ich sage per E-Mail einladen, dann öffnet sich wieder automatisch ein E-Mail-Fenster und ich kann den Kollegen raussuchen, mit dem ich diese Liste, diese Bearbeitungsliste teilen möchte. Wichtig ist, dass Sie das hier beachten. Jeder in Ihrer Organisation mit diesem Link kann dieser Liste beitreten und sie bearbeiten. Das heißt aber auch, jeder außerhalb Ihrer Organisation kann dieser Liste nicht beitreten und diese bearbeiten. Das heißt, an To-Do-Listen mit Gästen zu arbeiten, funktioniert nicht. Es geht nur innerhalb Ihrer Organisation. Ich schließe das Ganze mal wieder. Und das ist das ganze Geheimnis an To-Do. Mehr gibt es zu To-Do nicht zu sagen. Und dennoch ist es dadurch, dass es so ein einfaches Tool ist, ist es für Menschen wie mich, die Schwierigkeiten haben, tatsächlich ihre tägliche Arbeit durchzuplanen, ein super riesiges Hilfsmittel, weil ich an einer Stelle alle Aufgaben sehen kann, die mir zugewiesen worden sind oder die ich vielleicht für mich selber erstellt habe. So viel dazu. Und ich habe Ihnen ja am Anfang versprochen, dass ich Ihnen noch ein bisschen was zu der zukünftigen Entwicklung sage. Und dazu gehe ich mal wieder in meinen Browser. Wie Sie vielleicht wissen, gibt es auf der Microsoft Office Homepage auch die Möglichkeit, wenn Sie ein Online-Postfach haben, auch auf Ihr Postfach zuzugreifen. Das heißt, ein Outlook online zu starten. Das habe ich hier schon mal aufgerufen für uns. Hier sehen Sie Outlook online. Hier sehen Sie auch die gefleckten Mails zum Beispiel, die ich gemacht habe. Und wenn wir jetzt hier mal gucken, dann sehen wir,
dass statt der Aufgabenplanung aus Outlook On-Premise, also aus Ihrem persönlich installierten Outlook auf Ihrem Rechner, in der Online-Version von Outlook schon ein To-Do-Icon, ein To-Do-Symbol eingebaut worden ist. Das bedeutet, dass über kurz oder lang die Aufgabenplanung in Outlook ersetzt werden wird durch die Aufgabenplanung To-Do. Das ist der erste Schritt, der wahrscheinlich kommen wird. Wann das in Ihr normales Outlook eingebaut wird, ne, also wann Sie hier statt diesem Clipboard-Symbol tatsächlich das To-Do-Symbol sehen, das weiß ich nicht. Aber es ist immer ein ganz guter Indikator, wenn Sie auf Ihre Online-Version gucken, und sehen, was sich da verändert, dann können Sie fast davon ausgehen, dass das irgendwann auch in Ihrer On-Premise-Version, also in Ihrer fest installierten Version, aufschlagen wird. Das ist der erste Hinweis, den ich für die Zukunft geben kann. Und der zweite Hinweis, den ich für die Zukunft geben kann, ist, wir haben eben in Teams gesehen, ich kann mir hier meine Planner-Aufgaben hinzufügen. Zukünftig, und das dauert gar nicht mehr so lange, ich würde jetzt mal schätzen, dass das nochmal so 6 bis 8 Wochen vielleicht dauert, vielleicht geht es auch schneller. Zukünftig wird es hier etwas geben, das nennt sich, so ist es bis jetzt benannt worden, Tasks. Und Tasks ist letzten Endes nichts anderes als eine Übersicht wie To-Do, in der Sie die Aufgaben sehen, die aus dem Planner kommen und die Aufgaben sehen, die aus To-Do kommen, sodass Sie auch da wieder direkt oder aus Ihrer persönlichen Aufgabenplanung in Outlook kommen, sodass Sie da auch da wieder direkt eine Tagesplanung für sich vornehmen können und auf einen Blick alle Aufgaben sehen, die aus dem Planner kommen und die aus To-Do kommen und die aus Outlook kommen. Und das zentral an einer Stelle in Teams. Und das ist das, was Microsoft tatsächlich am wichtigsten ist, dass irgendwann alles, was in irgendeiner Form mit der täglichen Arbeit zu tun hat, in Ihrem Teams auftaucht. Und dass Sie von dort aus tatsächlich auch alles erledigen können. Das Letzte, was ich Ihnen noch sagen kann, ist, man arbeitet auch an einer Integration von Outlook. Das heißt, dass Sie auch Ihre Mails bearbeiten können aus Teams raus. Und dann ist tatsächlich die Notwendigkeit für Outlook irgendwann mal verschwunden. Das wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern. Ich gehe dabei tatsächlich von einem Zeitraum aus, der vielleicht sogar noch 12 bis 16 Monate dauern wird, dass die E-Mails tatsächlich integriert werden in Outlook. Aber es wird kommen. Und dann haben wir tatsächlich mit Teams einen riesigen Arbeitsplatz, aus dem man alle möglichen Dinge erledigen kann, die mit der täglichen Arbeit zu tun haben. Gut. Das war das Letzte, hätte ich fast gesagt, was ich Ihnen noch mit auf den Weg geben wollte. Ansonsten würde ich mich bedanken. Ich gucke noch mal in die Fragensektion. Ich sehe aber keine neue Frage, die irgendwie aufgepoppt ist. Dann würde ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft vielleicht noch mal wiederhören bei dem einen oder anderen Webcast. Und mir bleibt nichts anderes, als Ihnen noch einen schönen Tag zu wünschen. Und vor allen Dingen erfreuliches und erholsames Wochenende.